Kolleginnen und Kollegen, in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie, der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und der Société Francophone de Nephrologie, Dialyse et Transplantation begrüßt Markus Atom Herrn Professor Jürgen Flöge in Aachen, mit dem wir uns über die IgA-Nephropathie mit Fokus auf die Therapie 2024 und vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus unterhalten möchten. Lieber Herr Flöge, es freut uns sehr, dass Sie zu diesem Update nach unserer Tour d'Horizon aus dem Jahr 21 wieder bei uns sind. Herzlichen Dank. Sehr gern und herzlich willkommen auch meinerseits. Professor Flöge ist zusammen mit Brad Robin Chair der 2021 KDIGO-Leitlinien zu glomerulären Erkrankungen, Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und Ordinarius Emeritus für Nephrologie an der RWTH in Aachen. Vor allen Dingen aber war Professor Flöge auch an nahezu allen großen Interventionsstudien zur IgA-Nephropathie akademisch beteiligt. Als Co-Moderatoren begrüßen Andreas Kronbichler und ich heute zum ersten Mal bei Markus Atom Philipp Alexander Gaukler aus der Inneren Medizin 4 der Medizinischen Universität Innsbruck, der ähnlich wie und gemeinsam mit Andreas Kronbichler einen klinischen und wissenschaftlichen Fokus in der Diagnostik und Therapie nephrologischer Autoimmunerkrankungen hat. Herr Flöge, wir wollen heute die Therapie fokussieren. Deshalb einleiten noch einmal, wer zunächst ausführlicher über Pathogenese und Diagnostik sich informieren möchte, sei auf unser letztes Gespräch mit Herrn Flöge verwiesen. So, jetzt ganze 2 oder 2,5 Jahre her, dass ich hier über IgA-Nephropathie gesprochen habe, und das ist das goldene Zeitalter der IgA-Nephropathie, weil es nach 2 Jahren schon wieder so viel Neues gibt, dass wir auch gerade dabei sind, die KDIGO-Leitlinien wieder zu überarbeiten. Die werden vermutlich im Quartal 3 oder 4 diesen Jahres rauskommen, und da gibt es richtig was zu sagen. Ich fange mal an mit diesem Bild, was ich immer gern zeige, weil es uns klar macht, dass IgA-Nephropathie das, was wir sehen klinisch, wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Die norwegischen Kollegen aus Bergen haben solche Patienten biopsiert mit einer Mikrohämaturie, praktisch sonst keine großen Auffälligkeiten, also das, was man früher benigne Hämaturie nannte. Und haben diese Patienten über 20 bis 25 Jahre verfolgt, dann geht ein Drittel in die Remission. 50% hat irgendwas, 20% ist progredient, 5% ist richtig progredient. Das sind die Patienten, die wir klinisch am ehesten sehen werden und dann auch biopsieren. Und die tragische Botschaft dieser 2017er Arbeit war: Nein, wir haben keine Ahnung, wie man das vorhersagt, 20 bis 25 Jahre vorher. Sie müssen diese Patienten einfach so endlos lange weiter kontrollieren, was von der Logistik und von der Patientenmotivation her natürlich eine gigantische Herausforderung ist. Dieselben Autoren sind jetzt hergegangen und haben die Biopsien, einen Teil dieser Patienten genommen und haben Transkriptomprofile draus gemacht und finden unglaublicherweise zwei Proteine, ein Zinkfingerprotein und APOL5, nicht L9, was in schwarzen Patienten eine Rolle spielt, sondern L5, als Prädiktoren eines schlechten Verlaufs. Kleine Fallzahl, früher Befund, aber ich glaube, das könnte irrsinnig spannend werden und wird jetzt demnächst im Kidney International publiziert, wenn sich das verifizieren lässt. Was wir auch gelernt haben in der Zwischenzeit, ist das hier. Es gibt keine sichere Proteinurie. Früher haben wir ja gern gesagt, unter 1 Gramm pro Tag ist sicher. Das hier sind Patienten, die nach allen Kriterien bisher als sicher gegolten hätten. 0 bis kleiner 1 Gramm Proteinurie pro Tag. Und wenn Sie die oberste Kurve anschauen, das ist alles Mögliche, nur nicht sicher. Circa 50% dieser Patienten hat ein Nierenversagen im Laufe der nächsten 15 Jahre. Also Quintessenz, auch unter 1 Gramm pro Tag reicht nicht. Im Idealfall will ich Vollremission sehen. Was gibt es Neues? Es gibt die PROTECT-Studie, Sparsentan, also ein dualer Endothelin-A-Rezeptor und Angiotensin-Blocker versus reinem Angiotensin-Rezeptor-Blocker, die PROTECT-Studie. Es zeigte sich in der Zwischenauswertung schon, dass die komplette Proteinurie-Remission
mit 21% der Fälle versus 8 deutlich höher war und die Teilremission ebenfalls. Und wenn Sie das anschauen, die Proteinurie geht schon erheblich runter. Dann wurde gezeigt, der Blutdruck hat sich gar nicht groß geändert, sodass das am ehesten ein nicht hämodynamischer Effekt ist. Aber wenn man sich die Nebenwirkungen anschaut, Treatment Emergent Adverse Events, dann sehen Sie, dass Hypotonie und Dizziness, also Schwindel, unter dem Sparsentan deutlich häufiger aufgetreten ist als unter dem Irbesartan, sodass möglicherweise eben doch ein Blutdruckeffekt mit dabei ist. Was aber, wir kennen es ja aus der ACE- und ARB-Diskussion, das ist eine eher akademische Diskussion, ist es denn jetzt primär ein hämodynamischer Effekt oder ein nicht hämodynamischer Effekt? Das ist die wichtigste Nebenwirkung. Das ist kein Schnäppchen. In den USA über 100.000 Dollar Behandlungskosten pro Jahr. Aber wir haben gerade die Phase-3-Studie jetzt endgültig beendet und endgültig publiziert. Was man sieht, ist, dass die GFR unter dem Sparsentan stabiler ist als unter dem Irbesartan. Und wenn man sich die Slope, also den jährlichen Abfall, anschaut, dann ist da ein Unterschied. Je nachdem, ob ich die Chronic Slope, also von Woche 6, wo ich diese Akuteffekte ausblende, bis 110 anschaue, da ist ein klar signifikanter Unterschied. Oder wenn ich die Gesamtslope inklusive Akuteffekte nehme, dann ist er gerade eben nicht signifikant, geht aber natürlich ganz klar in dieselbe Richtung und ist 1 Milliliter pro Jahr niedriger, der GFR-Verlust, als unter Irbesartan. Das hier ist was ganz Wichtiges. Das ist eine Landmark-Studie. Die haben nämlich zum ersten Mal wirklich den Angiotensin-Rezeptorblocker ausdosiert und 97% der Patienten haben die Tageshöchstdosis erreicht. Alle anderen sagen das nur. Hier war es eine Studienvoraussetzung. Trotzdem ist das Sparsentan noch besser und mit minus 2,7 kommen wir langsam in einen Bereich, der nicht mehr so schrecklich weit vom physiologischen Verlust weg ist. Zweites Thema, kein Benefit durch systemische Steroide in Kaukasien und Nefecon. Es gibt inzwischen neben STOP-IGA und der Testing-Studie, das ist die große andere randomisierte Studie, die hat den Vorteil von Steroiden gezeigt, aber in Asiaten und zu einem hohen Preis. Wir haben Todesfälle in dieser Studie durch Infekte gesehen, alle in der Hochdosen-Steroidphase. Es gibt inzwischen aus Rumänien relativ große Studie aus England und aus Norwegen retrospektive Analysen. Konsistent kein Benefit der Steroidtherapie in Europäern, allenfalls mehr Nebenwirkungen. Deshalb ist Nefecon von größtem Interesse, also eine, wie es so schön heißt, Targeted Release Formulation of Budesonid. Das Budesonid, was Sie von Ihren gastroenterologischen Freunden kennen. Und darunter, auch da haben wir jetzt die Phase-3-Studie fertig, kommt es initial zu einem Anstieg der GFR. Nach 9 Monaten ist die GFR vollkommen stabil im Vergleich zum Ausgangswert. Und dann haben wir mit der Behandlung aufgehört. Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn wenn ich aufhöre mit der Behandlung, dann sehen Sie, geht es mit der GFR bergab, aber vollkommen parallel zum Placebo. Da ist kein akzelerierter Verlust da. Und die große Diskussion jetzt ist natürlich, was würde denn passieren, wenn ich hier mit halber Dosis weitermache oder wenn ich immer wieder behandle, ist derzeit nicht klärbar. Die Proteinurie geht unter dem Nefecon während der Behandlung drastisch runter, noch 3 Monate weiter. Und dann, oh Wunder, wenn ich aufhöre zu behandeln, dann steigt auch die Proteinurie wieder an. Drittes Thema, viertes Thema, APRIL-Hemmung. Da kommt was Spannendes auf uns zu. Das ist noch früh, ist noch nicht zugelassen, aber da gibt es erste Daten. Was ist APRIL? APRIL ist ein B-Zell-Differenzierungs- und Wachstumsfaktor, der Plasmazellüberleben reguliert. Plasmazellen sind wahrscheinlich die Zellen, die dieses berühmte galaktosedefiziente IgA produzieren und eine ganze Reihe andere. Man sieht aber auch gleich, der IgG-Switch wird damit reguliert. Also wenn ich APRIL hemme, dann hemme ich
unweigerlich die humorale Immunantwort, ganz generell. Wenn ich BAFF zusätzlich hemme, komme ich gleich drauf, dann habe ich noch mehr Effekte inklusive T-Zell, Co-Stimulation und Überleben von peripheren B-Zellen. Es gibt gegen beides laufende Studien in der IGA. Einmal mit einem selektiven Anti-APRIL-Antikörper, Sibeprenlimab. Sorry, schon wieder so ein komischer Mappname. Und alle Atacicept. Atacicept ist in der Testung, Telitacicept ist in China, Povetacicept gibt es auch erste Daten. Das April ist auf der letzten ASN, die Phase-2-Studie vorgestellt worden und zeitgleich im New England Journal publiziert. Man sieht, dass die Proteinurie um immerhin stolze 60 bis 70% nach 9 Monaten gesunken ist unter der höchsten Dosis. Und wenn man sich die GFR-Phase-2-Studie nicht wirklich ausgelegt dafür, aber wenn ich mir die GFR anschaue, dann hat diese Anti-APRIL-Gruppe in den 12 Monaten 0,8 Milliliter verloren, Placebo 6 Milliliter. Das ist eigentlich zu viel. Sie erinnern sich an Protect, 3,9 Milliliter mit Irbesartan, hier sind es fast 6. Also auch wieder so ein Unbehagen ist wirklich die RAS-Blockade ausgereizt worden. Was man sieht, ist, dass unter diesem Sibeprenlimab der Serumspiegel vom galaktosedefizienten IGA1 um 65% sinkt. Und zwar in allen drei Dosierungen in der Placebo-Gruppe, wenn überhaupt, dann steigend. Und das APRIL als Biomarker wird deutlich reduziert. Aber das ist keine isolierte Wirkung auf dieses galaktosedefiziente IGA und IgG geht runter, das Gesamt-IgA geht runter und insbesondere das IgM geht runter. Trotzdem gibt es bisher keine Häufung von schweren Adverse Events. Sie sehen das hier unten, also infektiöse, schwere Adverse Events. Aber da ist so ein bisschen ein Signal vielleicht zu mehr Nasopharyngitis und obere Atemwegsinfekte, was man eigentlich ja bei einem IgA-Abfall und gleichzeitig milden bis moderaten IgG-Abfall erwarten würde. Trotzdem keine schweren Zwischenfälle. Ganz ähnliche Daten bei der ASN berichtet über Povetacicept, ganz ähnlich wie Sibeprenlimab. Und mit Atacicept läuft gerade eine große Phase-3-Studie. Da ist es noch zu früh für erste Daten, aber da halten Sie mal die Ohren offen, da kommt was richtig Spannendes auf uns zu. Letzter Punkt, Komplementhemmung. Drei Ansätze, den Lektinweg, den alternativen Weg oder die Endstrecke. Mal zur kleinen Erinnerung, das sind die drei Wege, sehr vereinfacht dargestellt. Der Lektinweg ist bei einer Subgruppe von Patienten mit IgA-Nephropathie klar involviert und aktiviert. Bei praktisch allen scheint der alternative Weg aktiviert zu sein, während der klassische Weg eher nicht aktiviert ist. Es ist ganz selten, dass man C1q in der Biopsie findet. Die erste Studie, die in die Phase 3 gegangen ist, ist Narsoplimab, ein Hemmer von diesem Kernenzym im Lektinweg. Diese Studie wurde am 16.10. letzten Jahres abgebrochen, weil Omeros gesagt hat, und das ist das Hübsche, Proteinuria Reduction in the Placebo Group was substantially greater than reported. Dumm gelaufen. Also wir wissen nicht, ob das hier funktioniert. Alles, was man sagen kann, und ich darf Ihnen, ich sitze in der Leitung, ich darf Ihnen nicht mehr erzählen. Alles, was man bisher sagen kann, ist, dass es dem Placeboarm zu gut gegangen ist. Wenn ich weitergehe, die andere große Studie, die derzeit läuft, ist Iptacopan von Novartis. Iptacopan, das hier ist ein Antikörper, den ich infundieren muss. Das hier ist ein kleines Molekül, was ich als Tablette nehmen kann, von Novartis getestet. Das ist interessant, weil es ein Faktor B-Hemmer ist und damit lege ich diese Verstärkerschleife lahm. Und diese Verstärkerschleife wird natürlich angeschaltet, auch durch den Lektin, den klassischen und den alternativen Weg. Das heißt, hiermit habe ich sozusagen eine Dämpfung
auch ohne dass ich einen Mangel induziere, eine Dämpfung der C3-Aktivierung. Das ist die Phase-2-Studie, die gerade publiziert wird, müsste jetzt rauskommen oder ist gerade rausgekommen mit 200 Milligramm Iptacopan. Sie sehen, das ist C5b bis 9, also ich messe das Endprodukt und ich gehe ganz rasch innerhalb von Tagen auf 0 runter. Das ist extrem spannend, weil ich damit natürlich einen Biomarker habe, A, um Adhärenz zu kontrollieren meiner Patienten und B, vielleicht, das ist jetzt wilde Spekulation, vielleicht auch eines Tages meine Therapie zu steuern. Das Letzte, was derzeit getestet wird, ist C5-Hemmung. Alexion hat ja Ravulizumab, einen langwirksamen C5-Antikörper, der wieder infundiert werden muss. Darunter geht die Proteinurie runter. Vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll wie unter anderen Medikamenten. EFR über 26 Wochen stabil, aber das ist schlicht zu früh, um auf diesen dünnen Phase-2-Studiendaten irgendetwas aufzubauen. Und damit bin ich schon am Ende. Es tut sich was. Das Sparsentan ist gerade in der Zulassung im europäischen Raum. In den USA ist es schon zugelassen. Wir haben inzwischen neben STOP-IGA drei retrospektive Studien, die keinen Benefit von systemischen Steroiden bei kaukasischen IGA-Patienten zeigen. Nefecon ist bereits zugelassen, aber bisher in Deutschland mit der schweren Einschränkung, ich darf es nur bei IGA geben, wenn die Proteinurie über 1,5 Gramm pro Gramm ist. In den USA ist das komplett ersatzlos gestrichen worden, inzwischen von der FDA. Und ich würde erwarten, dass auch die EMA diese Einschränkung nur verschreibbar bei sehr hoher Proteinurie, dass die EMA das im Lauf der nächsten Monate auch fallen lässt. Sehr spannend wird dieser Ansatz APRIL-Hemmung. Es scheint so zu sein, dass ich damit wirklich Remission induzieren kann, aber schauen wir mal, was die Phase-3-Studie dazu zeigen. Und ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass es nicht doch irgendwann ein Infektsignal gibt. Das muss eigentlich so sein, wenn ich humorale Immundefizienz induziere. Die Hemmung des Lektinwegs abgebrochen, da wird sich wahrscheinlich keiner mehr ranwagen. Iptacopan läuft noch, sieht bisher ganz prima aus und ist gerade in der Phase 3. Ravulizumab ist ja schon zugelassen. Moderater Proteinurie-Benefit ist eigentlich witzig. Warum funktioniert C5-Hemmung nicht gut, wenn der Komplementweg klar eine Rolle spielt? Aber können wir vielleicht gerne diskutieren. Das war es von mir, das Schnellupdate. Was gibt es Neues? Danke. Und ich bin natürlich für Fragen dankbar. Ja, vielen Dank, Herr Professor Flöge, für diesen kurzen und sehr eindrücklichen Vortrag. Ich will dann gleich mal mit den Fragen starten. Und was mich vorweg interessieren würde, eine allgemeine Frage, bevor ich noch Fragen zu den einzelnen Therapieoptionen habe, ist, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, KDIGO 2021, die aktuell noch gültig ist, noch vielleicht ein paar Monate, versus der aktuelle Ist-Zustand jetzt. Dann sind wir in der Situation 2021, da hatten wir als Hauptpfeiler der Therapie eine optimale supportive Therapie mit Lebensstilmaßnahmen und auch der optimierten RAS-Inhibition und eventuell als Add-on die systemischen Steroide. Das heißt, wenn wir diese systemischen Steroide, die schon immer eher ein Wackelkandidat waren, zumindest nach Stop-IGAN und Testing, blieb eigentlich in der realen Versorgung der Patienten fast nur diese optimale supportive Therapie. Und jetzt sind wir aber in einem Zustand, wo wir ganz viele neue Optionen haben, ja, und oder zumindest in der nahen Zukunft viele potenzielle aussichtsreiche Kandidaten. Da stelle ich mir vor, dass es jetzt ein neues Problem geben wird, und zwar nicht mehr, was kann ich denn überhaupt anbieten den Patientinnen, sondern wem gebe ich denn jetzt was? Und aus dieser Fülle von Optionen, wie wähle ich da aus? Und direkt mit dieser Frage im Zusammenhang dann noch: Wir haben in der Vergangenheit eigentlich eine Einteilung der Therapien gehabt in supportiv und immunsuppressiv. Diese zwei Seiten gab es, und wir haben immer gesagt, supportiv für alle und immunsuppressiv für eine ausgewählte Population. Jetzt
Haben wir so viele neue Medikamente? Macht diese Einteilung noch Sinn? Kann ich diese ganzen Optionen immer noch eindeutig einer dieser Schubladen zuordnen? Oder sollten wir diese Dichotomisierung verlassen und vielleicht in anderen Schubladen anfangen zu denken? Also, gute und wichtige Diskussion. Ich würde immer noch über generische Supportivmaßnahmen nachdenken oder das so kategorisieren. Ich habe jetzt nicht über SGLT2-Hämmer gesprochen, aber ich glaube, man kann aus der Diskussion drei Dinge schon mal mitnehmen. Erstens, Supportivmaßnahmen sind nach wie vor das A und O. Und reizen Sie das aus. Protect hat gerade wieder gezeigt, einen Angiotensin-Rezeptorblocker, den ich wirklich hochdosiere und eben nicht nur sage, ja, hat einen RAS-Blocker. Der ist was ausgesprochen Sinnvolles und ausgesprochen effizient und billig und sicher. SGLT2-Hämmer dazu, sicher, vergleichsweise billig und effektiv. Wir haben die Meta-Analyse im Lancet ja gesehen. 30 bis 40% Risikoreduktion für Nierenversagen bei IgA-Nephropathie. Also das würde ich sofort bei allen anfangen. Und ich würde das inzwischen auch anfangen bei Proteinurie 0,5 Gramm pro Tag oder vielleicht sogar niedriger, weil jede Proteinurie ein Risiko für meinen Patienten ist. Das sind billige, effiziente und einfache Maßnahmen. Sparsentan würde ich im Prinzip lieber nehmen als einen Angiotensin-Rezeptorblocker, aber der Preis in der Realität wird es richten. Wir werden uns wohl oder übel daran gewöhnen müssen, dass wir jetzt über teure Therapien sprechen. Meine Freunde in der Onkologie, die denken gar nicht nach, wenn die ein Rezept für 20.000 Euro ausfüllen. Wir zucken noch. Ja, vielleicht müssen wir onkologischer werden. Und bei uns geht es um Vermeiden von Dialyse in 15 Jahren. Es geht nicht darum, von 3 auf 6 Monate das Überleben zu verlängern mit XY. Ich sage es jetzt mal ketzerisch. Also, das ist der Topf generische Maßnahmen. Supportivmaßnahmen, ja, bitte ausreizen und ja, bitte, soweit es geht, alle einbauen. Ich glaube, das spannende Medikament. Sie wissen, dass ich kein Steroidgläubiger mehr bin. Und wenn ich Patienten damit umbringe, dann bin ich erst recht nicht mehr gläubig. Das spannendste Medikament danach ist Nefecon zurzeit. Ganz klar, leider teuer. Aber auch da muss man gegenrechnen, wenn ich den GFR-Abfall damit deutlich reduziere. Sie erinnern sich an die Behandlungszeit, GFR-Abfall 0 in 9 Monaten. Und ich glaube, die Herausforderung jetzt wird sein, das optimale Behandlungsregime auszutüfteln und damit auch den Preis auszutüfteln. Wir wissen aus der Phase 2-Studie, die Phase 3 ist mit 16 Milligramm Nefecon gemacht worden. Wir wissen aus der Phase 2, dass auch 8 Milligramm wirksam waren. Das ist die Hälfte vom Preis, logischerweise. Und dann reden wir auf einmal über 40 statt 80.000 Euro. Ob ich so eine Art Erhaltungstherapie haben kann oder vielleicht einbauen sollte. Wenn ja, wie sieht die aus? Das wissen wir derzeit alles nicht. Aber ich würde das meinen Patienten völlig hemmungslos anbieten. Die Nebenwirkungen sind vergleichsweise gering. 16 Milligramm Nefecon, also die empfohlene Dosis, entspricht in der Cortisolsuppression 8 Milligramm Prednisolon. Da ja, möchte ich nicht dauerhaft haben. Das haben wir von unseren Transplantierten gelernt. Aber wenn Sie dann mal auf eine Erhaltungsdosis mit 8 Milligramm schauen würden, dann sind wir beim Äquivalent von 4 Milligramm Prednisolon. Da habe ich dann deutlich weniger Sorgen. Und nochmal, unter Nefecon sieht man keine schweren Infekte, kein Diabetes, keine Todesfälle. Ja, man sieht kosmetische Veränderungen, Gesicht wird runder. Ich habe eine Patientin, die ist damit ausgestiegen und wollte das nicht. Und man kriegt ein bisschen mehr Akne, es gibt ein bisschen mehr Ödem, es gibt ein bisschen mehr Hypertonie, aber nichts, womit wir nicht umgehen könnten. Herr Gaukler, bevor Sie weiter in die Details gehen, darf ich gerade noch mal nachfragen, Herr Flöge, zu den supportiven Maßnahmen. Zwei, drei Sachen. Sie waren bei den SGLT2-Inhibitoren, bei Dapa-CKD ja auch so ein bisschen skeptisch bis ungläubig, haben gesagt, die sind einfach zu unterschiedlich gelaufen. Hat Sie da EMPA-Kidney mehr überzeugt, was die IgA-Patienten betrifft?
Empire Kidney hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dapa CKD hatte ja eine 70 bis 75% Risikoreduktion für den harten Endpunkt Nierenversagen oder 40% GFR-Verlust gezeigt. Da hatten wir ein sehr kritisches Editorial geschrieben, weil die schlechte Prognose der Placebo-Gruppe überhaupt nicht erklärbar war. Und da stimmt irgendwas mit der Placebo-Gruppe nicht in Dapa CKD. Empire Kidney zeigt uns nur 30% Risikoreduktion, aber ich glaube, das ist deutlich näher an der Realität. Und Empire Kidney ist die größte je dagewesene IGA-Studie, 900 Patienten. Das ist riesig. Also irgendwo Dapa CKD minus 75%, Empire Kidney nur 30%, irgendwo dazwischen liegt es. In der Meta-Analyse kam so etwa minus 50% Risiko raus. Das ist doch toll. Halbiertes Risiko für so gut wie keine Nebenwirkungen und für einen günstigen Preis. Zweite Frage wäre, Sie sagen RAS-Inhibition, soweit wie es geht. Was machen wir mit den Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten? Wir haben ja für die alten deutliche Zulassungseinschränkungen. Die neuen, der eine neue Finerenon, das wir haben, geht im Moment nur bei den Diabetikern, aber zu einer kompletten RAS-Inhibition gehört ja eigentlich auch irgendeine Form des Aldosteron-Inhibitors dazu. Wie sollten wir uns da verhalten? Also, Finerenon läuft derzeit die Studie. Bayer hat die Feind-CKD-Studie gestartet. Die werden wir, ich glaube, 2026 oder so geht die zu Ende. Da sind auch Nicht-Diabetiker drin. Was selbstverständlich bei einer Proteinurie, die unter RAS-Blockade eher tendenziell wieder hochgeht, eine Option ist, 25 Milligramm Spironolacton oder Eplerenon dazu zu geben. Und das mache ich natürlich. Spätestens wenn ich einen Aldosteron-Breakthrough vermute und auf einmal unter stabiler Therapie meine Proteinurin wieder steigt. Ich glaube, das kann man auch gut machen. 25 Milligramm Spironolacton hat herzlich wenig Nebenwirkungen. Und das traue ich mich auch noch bei vergleichsweise niedriger GFR, denn ein Schleifendiuretikum sollte sowieso zur Therapie gehören. Also das Therapieprinzip ist wichtig und gut und vielleicht kriegen wir mit Feind-CKD dann Finerenon als nicht ganz so kaliumsteigerndes dazu und vielleicht wird es dann auch sicherer. Und an der Stelle letzte Frage von mir, Herr Gaukler. Wie halten wir es in Zukunft mit dem Natrium und mit dem Kalium? Es ist ja die Natriumrestriktion sehr prominent drin in den GN-Guidelines von 2021 mit diesem kleiner 6 Gramm. Kalium hat da bisher keine Rolle gespielt in unserem auch im Teaching, weil wir immer die Angst haben vor der Hyperkaliämie. Wir lernen aber zunehmend, dass diese Kaliumrestriktion, die wir ja jahrzehntelang unseren Patienten erzählt haben, wahrscheinlich gar nicht so ganz gut ist. Sollten wir da neben der Natriumrestriktion nicht auch gleichermaßen zumindest hingehen und unsere Patienten wirklich aktiv zur kaliumreicheren Ernährung anraten? Schwieriges Thema und ich stimme Ihnen völlig zu. Also A, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich Natriumrestriktionen treibe, kann ich kein Kalium ausscheiden. Nochmal zur Erinnerung, das wird ja im Sammelrohr gegeneinander ausgetauscht. Ja? Wenn ich kein Natrium ausscheide, kann ich es nicht gegen Kalium austauschen und werde kein Kalium mehr los. Punkt 1. Punkt 2, Sie haben völlig recht, es mehren sich die Daten, dass eine kaliumreichere Diät kardioprotektiv auch bei fortgeschrittener CKD ist. Und ich habe immer schon den Standpunkt vertreten, ich glaube, vor einer Hyperkaliämie habe ich relativ wenig Angst, weil ich sowieso ein Schleifendiuretikum brauche, sowieso ein Freund des kombinierten Schleifendiuretikums und Thiazid bin. Und eine Azidose immer korrigieren würde, wenn ich ein Bicarbonat von 18 oder unter 20 habe, dann korrigiere ich das. Und damit kriege ich in der Regel die Hyperkaliämie in den Griff. Formal ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, wir geben jetzt in der Diät das Kalium frei. Aber die Diskussion läuft und da werden sich auch die KDIGO-Leitlinien mit beschäftigen müssen. Dann mache ich noch mal weiter und ich hätte noch eine weitere allgemeine Frage. Und zwar haben Sie ja schon in Ihrem Vortrag kurz angesprochen, die Radar-Studie, die uns noch mal vor Augen gehalten hat, dass die IgA-Nephropathie keine benigne Erkrankung ist und dass auch niedrige Proteinuriebereiche bereits bedeutsame Progressionsrisiken mit sich bringen können. In der
noch gültigen KDIGO-Guideline ist die Empfehlung, dass man ab einer Proteinurie von 500 Milligramm den ACE-Hemmer beginnen sollte und ab über 1 Gramm trotz optimaler supportiver Therapie eventuell die Immunsuppression dann starten. Nun zeigt diese Arbeit von der UK-Kohorte eben, dass auch schon bei einer Proteinurie von unter 500 Milligramm bedeutsames Risiko besteht für eine dialysepflichtige Niereninsuffizienz in 10 Jahren. Sollten wir die Patienten nicht auch schon zumindest supportiv behandeln und eventuell auch schon die Indikationen für immunsuppressive Therapien früher stellen, insofern dann die neuen Therapien auch gut verträglich sind? Ich weiß, dass die Einschlusskriterien dieser Studien wahrscheinlich das nicht zulassen zum aktuellen Zeitpunkt, aber Behandlungsbedarf besteht für die Patienten wahrscheinlich schon, oder? Also das Dumme ist, es gibt keine Studien, die das belegen. Vom Gefühl her, wenn es ich wäre, keine Frage. Es gab eine Studie aus Hongkong, wo man Patienten mit einer Proteinurie um 0,5 Gramm pro Tag mit einem RAS-Blocker behandelt hat. Die hat in den, ich glaube, es waren 4 oder 5 Jahre der Studienzeit, da hat die nichts gefunden. Ja, wird man auch nicht. Ja. Trotzdem, Radar sagt nochmal klar, das Risiko geht hoch, sobald ich jedwede Proteinurie habe. Wenn es ich wäre, würde ich sicherlich einen RAS-Blocker reingeben und hochtitrieren. Ich hatte es eingangs schon gesagt, mein persönliches Ziel ist Proteinurie null. Das will ich erreichen. Nicht Proteinurie, so ein bisschen, wo dann doch irgendwas vor sich hinschwebt. Ich will einen SGLT2-Hemmer sofort drin haben. Ich glaube nicht, dass ich bei 0,5 Gramm Proteinurie und stabiler, normaler GFR schon über irgendwas Immunsuppressives oder Modulatorisches nachdenken würde. Bisher hatten wir ja diese ganze Diskussion nur, weil ich vor systemischen Steroiden doch Manschetten habe. Ich habe Angst vor Nebenwirkungen, die sind real und die sind da und ich bin nicht überzeugt, dass sie überhaupt sehr viel im Langzeitverlauf bringen. Das ist ja auch eine neue Diskussion. Selbst im Testing hat man gesehen, dass wenn ich mit einem Steroid behandle und das funktioniert in Asiaten, nach 2,5 Jahren geht es wieder los. Da sind die Endpunkte parallel zum Placebo. Und das ist eine ganz wichtige neue Botschaft. Die alte berühmte POTSI-Studie hatte gesagt, da ist ein Legacy-Effekt. Ich behandle 6 Monate und dann habe ich 10 Jahre. Das können wir jetzt, glaube ich, langsam zum Nacken legen. Das kann keiner reproduzieren. Das heißt, ich müsste mich alle 2,5 Jahre fragen, will ich jetzt ein Hochdosis-Steroid haben? Und ich glaube, selbst der mutigste und steroidaffinste unter uns wird das nicht tun. Insofern haben wir deutlich bessere Therapien jetzt zur Verfügung. Schauen wir mal, wofür Nefecon zugelassen wird, wenn die EMA, genau wie die FDA, jede Proteinurie-Restriktion streicht, dann wird es am Ende eine Geldfrage. Können wir es uns leisten und wollen wir es uns leisten, Patienten mit einer niedrigen Proteinurie zu behandeln? Wenn ich damit eine Remission induzieren kann, muss ich es vielleicht überlegen. Es werden fantastische Atacicept-Daten kommen. Auch das wird kein Schnäppchen werden. Ja? Aber wenn ich selber wäre und ich gehe damit in die Remission, müssen wir überlegen. Wird dann eine Kostenfrage. Aber wenn ich jetzt Dialyse bei relativ jungen Erwachsenen mal gegenrechne, dann kann ich mir eigentlich ziemlich viel Geld leisten für eine Therapie. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon mit dem Verweis auf Nefecon und die Beschränkung auf die Proteinurie über 1,5 Gramm die nächste Frage vorweggenommen. Und zwar wäre die eben gewesen, dass ja nach den EFIGAD-A-Resultaten die EMA die Zulassung nur für über 1,5 Gramm Proteinurie am Tag erteilt hat, weil die Subpopulation mit unter 1,5 Gramm Proteinurie eben keine Wirksamkeit hinsichtlich des EGFR-Endpunkts gezeigt hat. Und das wurde dann aber in der nun danach gezeigten Studie, der NefIgArd-B-Folgestudie, gezeigt, dass auch die Subgruppe und mit einer Proteinurie unter 1,5 Gramm hier zu profitieren scheint. Also denken Sie, dass da die EMA handeln wird auf die Resultate? Also es ist ja noch schlimmer, als Sie sagen, es ist ja nicht 1,5 Gramm pro Tag, sondern Gramm pro Gramm. Ja. Einem halbwegs muskulösen Mann entspricht das 2 bis 2,5 Gramm pro Tag. Und klar, das sind die Hochrisikopatienten und logischerweise hat man da am ehesten den Benefit gesehen.
Aber das sind zumindest in dem, was ich so in der Sprechstunde sehe oder gesehen habe, ist das eher eine Minderheit, die immer noch so proteinorisch ist. Ich würde hoffen, dass die EMA dieses Kriterium genau wie die FDA fallen lässt. Die FDA hat das komplett gestrichen. Da steht nur noch drin, primäre IgA-Nephropathie, Punkt. Wenn die EMA das genauso sieht, dann sind wir aus dem Dilemma raus, dass wir es nur einer ganz kleinen Hochrisikogruppe verschreiben können und dass wir es breiter verschreiben können. Ich vermute, das wird kommen. Aber das ist Personal Opinion. Schauen wir mal. Die EMA ist immer schwer vorherzusagen. Zweite Frage zum TRF-Budesonid. Ich konnte mir das bislang nie erklären. Es gibt immer am Anfang einen kleinen eGFR-Anstieg. Wie gibt es da irgendeine Erklärung dafür? Das ist ja. Naja, also bei Testing haben wir das auch gesehen, aber bei Testing gibt es eine andere Diskussion. Da haben wir das Äquivalent von 1 Milligramm pro Kilo Prednison gegeben und da ging die GFR hoch. Das ist, glaube ich, ein Artefakt. Denn unter 1 Milligramm pro Kilo hat jeder von uns einen steroidinduzierten Muskelverlust, weniger Kreatininproduktion, Krea sinkt und scheinbar steigt die GFR als ein Artefakt. Bei Nefikon haben wir gesehen, dass die Urin-Kreatinin-Ausscheidung stabil geblieben ist. Und 8 Milligramm Prednisolon-Äquivalent macht einfach keinen großen Muskelverlust. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein echter GFR-Anstieg und wahrscheinlich Ausdruck einer reduzierten Inflammation. Anders kann es ja nicht sein, dass in den Glomeruli weniger abgelagert wird und das Ganze eher gebessert wird. Das ist spannend. Bestätigt sich das auch mit anderen Nierenfunktionsmöglichkeiten der Bestimmung, also Cystatin C oder? Wir haben keine Cystatin-Daten in der Phase-3-Studie. Das ist ja immer nicht machbar. Es gibt eine Biobank und Sie können sicher sein, dass jedes bekannte Zytokin-Nierenfunktionsmarker gemessen werden wird. Es kommt jetzt raus, eine Subanalyse der Nefecon-Phase-2-Studie, wo wir unter Leitung von John Barrett in Leicester jedes bekannte Zytokin und alles, was man jemals messen wollte, gemessen haben. Und da kommt interessanterweise raus, dass man bestimmte Wege finden kann. Also die Innate Immunity findet man, was unter Nefecon runtergeht, das galaktosedefiziente IgA geht runter. Da gehen lauter Wege runter und Cystatin ist, glaube ich, auch mitgemessen worden. Sowas wird es für die Phase-3-Studie aller Voraussicht nach auch geben. Und dann wissen wir vielleicht ein bisschen besser, was wir da eigentlich tun. Aber das ist hochspannend. Das kommt jetzt demnächst in Kidney International raus, jedes bekannte Zytokin-Messstudie. Wenn wir zum nächsten Substanzklasse gehen, der kombinierten Angiotensin-Endothelin-Rezeptorblockade, da ist ja, wie Sie auch gezeigt haben, eine oder die Hauptnebenwirkung, die man befürchtet, die Natrium- und Wasserretention, die dann auch zu Ödemen führen kann. Und es ist ja bereits schon diskutiert und auch eigentlich auf der Hand liegend, dass eine Kombination mit dem SGLT2-Inhibitor nicht nur hinsichtlich der Nebenwirkung sinnvoll ist, sondern für die IgA-Patientinnen natürlich auch hier vielleicht zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen könnte. Auf der anderen Seite haben wir da aber die beschriebenen Hypotensionen, die möglicherweise aggraviert werden könnten durch SGLT2-Hämmer. Haben Sie da schon eine persönliche Neigung? Wird sich das durchsetzen, dass man das kombinieren wird, die beiden Substanzen? Oder wie wird man das im praktischen Alltag dann bewerkstelligen? Also erstens, ich glaube, kein Nephrologe hat Angst vor Salzwasserretention. Patienten sollten ein Diuretikum haben, sei es ein Thiazid, wenn sie noch gut sind, oder ein Schleifendiuretikum und fertig. Das ist doch kein echtes Thema für uns. Die Hypotension, klar, muss ich im Auge behalten und muss Dosis adjustieren. Ich habe pauschal meinen Patienten immer gesagt, wenn sie einmal die Woche mild orthostatisch sind, dann bin ich eigentlich zufrieden. Wenn sie jeden Tag orthostatisch sind, bin ich unzufrieden. Dann habe ich es übertrieben. Aber bis kurz vorher
Hätte ich es gerne. Schönste Story aus meiner Sprechstunde: Maschinenbaustudent hört mir nicht wirklich zu, nimmt statt 16 Milligramm Candesartan 64 Milligramm, weil er vorher ja 4 Ramipril hatte. Das wollte ich ihm abnehmen, dass er nur noch eine morgens nimmt. Er hat 4 morgens genommen. Die Proteinurie ist von 3 auf 0,3 Gramm gesunken. Das funktioniert. Das funktioniert klasse. Blöderweise ist er dann irgendwann unter der Dusche kollabiert und ich habe ihm seitdem verboten zu duschen. Nee, also Spaß beiseite, er duscht jetzt wieder und die Dosis musste ich leider reduzieren, aber das Prinzip funktioniert, ja. Darf ich da nachfragen, was mit dem Kreatinin passiert ist, wenn die Proteinurie von 3 auf 0,3 Das war runter? stabil. Das war stabil. Es gibt ja sogar Studien, die haben bis zu 128 Milligramm Candesartan war es, glaube ich, eingesetzt. Also dramatisch überdosiert. Das Kreatinin, klar, geht ein bisschen runter, aber die GFR geht ein bisschen runter, aber die Proteinurie geht richtig drastisch runter. Darf ich auch nochmal einhaken? Immunomodulatorische Therapien, Hydroxychloroquin war ein Thema in chinesischen Studien. Gibt es da irgendwelche Prinzipien, dass man das auch bei Kaukasiern testet oder irgendwelche Ideen? Ja, also Hydroxychloroquin ist, deshalb empfehlen wir es ja letztlich bei Lupus, ist ein mildes Immunsuppressivum. Macht was an TLR7 und ich glaube auch 9, von denen man denkt, dass das bei der IgA-Nephropathie bedeutsam ist. Insofern gibt es wenig Rationale zu sagen, das funktioniert nur bei Asiaten, aber es ist de facto bisher nur in Peking, nur in einer Studie getestet worden. Ich habe das begleitende Editorial dazu geschrieben und mein pragmatischer Rat ist, es spricht ja nicht viel gegen Hydroxychloroquin. Die Retinopathie, ja, gibt es. Wenn ich genau sein will, messe ich sogar Spiegel vom Hydroxychloroquin und dosiere es danach. Aber ich hätte wenig Hemmungen, meinen Patienten, die proteinurisch sind, mit diesem sehr billigen, sehr günstigen Medikament zu behandeln und einfach mal zu schauen. Wenn nach 6 Monaten die Proteinurie runtergeht, mache ich es weiter. Wenn sie sich nicht rührt, mache ich es nicht weiter. Oder wenn ich retinale Ablagerung eines Tages entwickle. Das ist ein billiges, preisgünstiges Medikament. Da wird es wahrscheinlich keine Leitlinienempfehlungen zu geben, weil bisher nur eine einzige Soft-Endpoint-Studie, Proteinurie nämlich, existiert. Aber es spricht unter dem Motto, ist billig, ist sicher, ist breit verfügbar, spricht auch nicht viel dagegen. Ähnlich wie das Hydroxychloroquin ist ja auch das MMF, das bislang eigentlich auch nur als wirksam in der nicht-kaukasischen oder asiatischen Bevölkerung galt. Jetzt ist letztes Jahr nochmal eine Studie im JAMA Network Open erschienen, die wieder das belegt hat, dass es zumindest in dieser Population wirkt. Denken Sie, das wird perspektivisch noch bei den Kaukasiern eine Rolle spielen? Wird es da noch Studien geben oder ist jetzt gerade einfach zu viel anderes auf dem Markt, was dies verdrängen wird? Es gibt zwei kleine kaukasische Studien, eine aus Belgien von Bart Maes und eine aus den USA von Herrn Frisch, die beide keinen Benefit gezeigt haben. Beide underpowered, beide kurz. Aber ich glaube nicht, dass es da noch Neuauflagen von Studien geben wird zu MMF. Okay. Ich hätte noch eine eigentlich letzte Frage zur Entscheidung, wann soll ich immunsuppressiv behandeln und die prognostische Einschätzung. Es gibt ja den von der KDIGO empfohlenen das Risk Prediction Tool, das auch unter anderem den MESC-Score mitverwendet. Es ist auf der anderen Seite aber bislang so, dass der MESC-Score nicht empfohlen wird zur Entscheidung Immunsuppression, ja, nein. Das sind wiederum Studien auch noch laufen, soweit ich weiß. Spielt für Sie der MESC-Score eine Rolle in dieser Entscheidung oder müssen wir da noch auf Daten warten? Wir sind ja hier unter uns. Ich nutze den nicht. Ja, die Klinik zählt. Wenn ich einen rapiden GFR-Verlust habe und sehe 50% Halbmonde, habe ich eine ultra seltene Situation, nämlich eine rapid progressive IgA vor mir. Da sagt mir die Biopsie was. Wenn ich in der Biopsie
viel Fibrose sehe, insbesondere interstitielle Fibrose, dann weiß ich aus alten Studien aus Leiden, die sind 20, 25 Jahre alt, das korreliert 1 zu 1 mit der GFR. Also was sagt mir die interstitielle Fibrose mehr als die GFR? Und mein drittes Argument gegen MESC ist immer, wenn ich heute mesangiale Hyperzellularität oder endokapilläre Hyperzellularität sehe, dann habe ich keine Ahnung, wie das morgen ist. Ich weiß aus Tierexperimenten, dass selbst schwere mesangioproliferative Veränderungen innerhalb von einer Woche rückbildungsfähig sind. Also was sagt mir das für meine Therapie? Und nochmal, Sie haben es ja zu Recht gesagt, wir haben explizit gesagt, bitte keine Therapieentscheidung auf MESC basieren. Das ist als Prognose geeignet und ist auch besser als nur Proteinurie und GFR. Aber damit ist es das dann auch. Das Prognosetool ist, wenn ich es am Zeitpunkt der Biopsie nehme, für 60 Monate gültig. Wenn ich es ein, zwei Jahre später nehme, sagt es mir ganze 4 Jahre voraus. Das ist schön, aber das ist, wir haben gerade die Radar-Daten gesehen. Da reden wir über 15 Jahre. Das ist das, was ich meinen Patienten eigentlich sagen will. Insofern, ehrlich gesagt, ich nutze das im Alltag herzlich wenig. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich finde es auch wichtige Informationen und es ist etwas, was wir im Auge behalten sollten. Aber solange es keine prospektive Studie gibt, die mir sagt, wenn MESC-Score so, dann Therapie so, solange nehme ich es zur Entscheidungsfindung, wie will ich behandeln, nicht. Glauben Sie, dass wir andere Prognosemarker brauchen und auch vielleicht bekommen werden in absehbarer Zeit? Oder sind wir so gut mit der EGFR und mit der Albuminurie, dass das eigentlich dann neben dem, was natürlich die Histologie uns dann zeigt, ausreicht, zumindest aktuell? Die große Suche sollte weitergehen. Der erste, der oder die erste, die einen echten Biomarker für Krankheitsaktivität in der IgA-Nephropathie findet, ist eine Heldin. Was, glaube ich, extrem spannend sind, sind diese Urin-C5b bis 9 Daten. Wenn Novartis zeigen kann, das geht innerhalb von Tagen runter, dann ist das kein unspezifischer Proteinurie-Effekt, sondern ein wirklicher Abfall eines Biomarkers. So wie ein Phospholipase-A2-Antikörper, der bei Membranöser ja viel schneller runtergeht als die Proteinurie. Und wenn ich damit finden kann, ich habe jetzt eine Phase von hoher Komplementaktivierung, vielleicht sollte ich jetzt behandeln und mein Iptacoban oder Ravulizumab oder was auch immer nehmen. Dann wird das super spannend. Genauso werden diese Daten super spannend werden, wenn ich eine ganze Rattelei von Biomarkern anschaue und sehe, da ist ein ganzer Weg aktiviert. Dann behandle ich jetzt mit XY. Da wird sich was tun, da bin ich ganz sicher. Und es würde mich sehr überraschen, wenn wir aus diesen großen Studien keine neuen guten Biomarker kriegen, die besser sind als der blöde Biomarker Kreatinin oder Proteinurin. Und die Quantifikation des Galaktose-defizienten IgAs, das ist zu kompliziert für den klinischen Alltag, auch mit Blick auf die nächsten 5 oder 10 oder 12 Jahre, oder? Ist nicht besser als IgA-Messung und die haben wir schon lange wieder aufgegeben. Wenn es niedrig ist, wenn das IgA hoch ist, würde ich auch nicht anders behandeln. Das Einzige ist vielleicht der therapieinduzierte Abfall vom galaktosedefizienten IgA. Das kriege ich ja richtig runter. Und nochmal diese Anti-APRIL oder Antikörper oder die ganzen ACE-Sets sind extrem interessant unter dem Aspekt. Da kann ich es zum Therapiemonitoring vielleicht nehmen, aber das ist derzeit noch zu früh. Glauben Sie, dass wiederholte Nierenbiopsien dann eine Rolle spielen werden, wenn wir alle diese Therapien zur Verfügung haben, um mehr oder weniger ein Therapieansprechen abseits der Proteinurie zu sehen? Oder wird das bei der IgA-Nephropathie eher weniger eine Rolle spielen? Naja, vielleicht kommen wir eines Tages dahin, wo wir mit dem Lupus sind. Vielleicht habe ich eines Tages, da ändert sich ja gerade alles. Ich glaube, in der Routine derzeit keine Rolle, außer ich habe irgendeinen ungewöhnlichen Verlauf, den ich mir nicht erklären kann. Aber vielleicht eines Tages, wenn wir das Konzept ändern und über sowas wie
analog zum Lupus oder zur Ankylosing Spondylitis. Induktionstherapie, Maintenance und eines Tages kommt die Frage, kann ich jetzt aufhören? Da würde ich beim Lupus relativ liberal biopsieren, vielleicht kommen wir da mit IGA eines Tages auch hin. Oder wir haben Biomarker. Galaktosedefizientes IGA geht plötzlich wieder hoch, nachdem ich aufgehört habe. Aber beim Lupus würden wir auch natürlich C3, C4 messen, ANAs messen und diese Entscheidungen machen. Trotzdem haben wir beim Lupus jetzt die Diskussion, mehr Biopsien vor Ende der Erhaltungstherapie. Schauen wir mal, ob wir da bei IGA in 5 bis 10 Jahren auch sind. Und ich hätte noch eine abschließende Frage. In der Vaskulitis-Community gibt es ja immer diese Diskussion IGA-Vaskulitis, IGA-Nephropathie. Histologisch genau dasselbe. Therapeutisch, aber bei der IGA-Vaskulitis natürlich nicht so viele Optionen. Wie sehen Sie das? Sind das zwei verschiedene Situationen oder ist es eine Erkrankung, die unterschiedlich sich ausprägt? Also ich bin eigentlich überzeugt, dass das eine Erkrankung ist mit unterschiedlicher Ausprägung, die allein schon vom Altersgipfel her ja eher bei Kindern und Jugendlichen die Vaskulitis ist. Und dann ist es ganz selten, dass man einen alten Patienten sieht mit einer IGA-Vaskulitis. Die sind dummerweise in allen Studien bisher explizit ausgeklammert. Aber es läuft jetzt die Diskussion, kann ich die nicht mit Nefecon behandeln? Kann ich die nicht vielleicht mit den anderen immunmodulatorischen, ich nenne es jetzt mal bewusst modulatorisch und nicht suppressiv, neuen Therapien, die wir testen, kann ich die nicht behandeln? Ist Iptacopan oder Komplementhemmung vielleicht für die was Tolles? Ja? Wenn ich mir anschaue, mit was für aggressiven immunsuppressiven Therapien, diese in der Regel jungen Patienten heute behandelt werden, da wird es mir kalt und grausig. Da habe ich doch deutlich weniger Angst, die auf Nefecon zu setzen. Und da läuft eine sehr ernste Diskussion, ob ich das in Studien teste, genauso wie die Transplantrekurrenz, haben wir auch noch nicht angesprochen vom IGA. Auch da gibt es laufende Diskussionen, ob da nicht formell Studien aufgelegt werden. Die ersten Daten, die wir aus Anekdoten haben oder Fallserien, sehen gut aus. Herr Flöge, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wie immer, wenn wir Sie treffen dürfen, super spannend. Das nehme ich mal als Brücke. Wir wollen nämlich auf zwei oder drei Termine hinweisen. Alle, die das Video jetzt direkt am ersten Wochenende schauen. Professor Flöge ist in der nächsten Woche Gast bei Professor Speer in unserer neuen Fortbildungsreihe hier in Frankfurt am Dienstagabend. Also jeder, der im Umkreis ist von 150, 200 oder so Kilometern, Dienstagabend in der Uni Frankfurt. 20. Februar. Das zweite, wozu wir einladen wollten, ist am 19. April, das ist dann 2 Wochen nach Ostern, in Zweibrücken in der Westpfalz und Mai in Frankfurt. Da haben wir Uwe Wittstock weit jenseits der Medizin als Gast. Uwe Wittstock war unser erster Gast gewesen für ein Interview im nichtmedizinischen Bereich. Er hat gestern ein neues Buch publiziert, Marseille 1940. Ich denke, in heutiger Zeit extrem relevant, extrem spannend. Flucht in Zeiten von Diktaturen. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn Menschen, die im Umkreis da sind, uns besuchen kommen. Ansonsten, Herr Flöge, freuen wir uns auf Ihr nächstes KDIGO-Update. Wie ist der Zeitplan so ungefähr? Wann erwarten Sie, dass Sie das fertig haben? Sie haben ja das letzte Mal gesagt, eigentlich haben Sie von den letzten Guidelines so die Schnauze voll, weil das so viel Arbeit gewesen ist, aber jetzt müssen Sie wieder schreiben. Es läuft, es läuft. Also ich bin mit KDIGO inzwischen verheiratet. Ich führe eine Doppelehe. Insofern läuft es noch weiter. Die Arbeitsgruppe hat jetzt gerade die Telefonkonferenzen und einigt sich auf ein Wording. Dann müssen Brad Rovin und ich das lesen. Dann wird das geschrieben, dann geht es ins Public Review. Wir haben beim Public Review von Lupus 50 Seiten Kommentare gekriegt. Also, das ist heftig. Und IGA wird sicher nicht weniger. Also gehen Sie mal davon aus, dass wir Ende des Jahres die Leitlinien publizieren, die IGA-Leitlinien, wenn wir zügig rangehen.
Dann freuen wir uns, Herr Flöge, nicht nur nächste Woche hier in Frankfurt, sondern auch vielleicht nächstes Jahr auf dem Wiedersehen hier online. Ganz, Das ganz kann herzlichen sein. Dank. Schönen Abend, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Danke.